Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. So, wir starten heute gleich mal mit dem Outfit des Tages. Outfit heute, einmal diesen wunderschönen Rock mit, weiß nicht was das sein soll, Hosen. Dann habe ich hier so ein weißes Spitzenoberteil und Jeansjacke drüber. Und an Accessoires goldene Kreolen mit so einer Perle und dann die Sternzeichenkette von meiner Oma und meine goldene Blättchenkette und an Armbändern einmal dieses Seemannsknoten-Armband und einmal einfach nur das einfache Armband. Da ist der Erik. Erik, da bist du. Ja, bist du gerade beim Essen? Ja, ist Erik gerade beim Essen? Jetzt ist er gestört, So, ich wollte jetzt auch Abendessen machen. Und ja, dann gehe ich noch pflücken später. Auch Bruni, Wollen wir eine Laufübung machen? Ja, ich glaube, der Bruno. Müssen wir eine Laufübung machen, gell, Bruni? Müssen wir eine Laufübung machen? Einmal den Bruni auf die andere Seite. Bist du ein Süßkeks? So, dann darf Bruno einmal laufen. Und ich habe die Farbe immer noch nicht ausgepackt. Ich bin irgendwie immer so jemand, ich brauche oft ewig, bis ich was aufpacke. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich noch ein bisschen, naja, es ist halt immer so ein Risiko, ne, wenn man färbt, vor allem wenn man es selber macht. Man weiß ja dann am Ende nicht, was rauskommt. So süß, Bruno sitzt mal im anderen Regalfach. Richtig süß. Bruno ist schön im Regalfach, da geht es. Da geht es zu essen, ja, super. Einmal Bruni, Bruno die Augen tropfen. So, Schatzi, komm her. So, wupsi, wupsi, haben wir schon fertig. Prima. Haben wir schon fertig. Ja, komm her. Upsa. So, einmal Abendessen. Als Vorspeise gibt es eine Aprikose, die sehr zermatscht aussieht. Und mein Tom. Ich habe die Rolle so runter gemacht, weil die Abendsonne reinkommt. Jetzt habe ich ein schönes Muster und ich schaue, ich überlege, schaue ich die Bachelorette oder hebe ich es mir auf? Ich glaube, ich schaue Sturm der Liebe. Abendessen ist fertig, einmal Nudeln mit einer Tomatensauce und Zucchini und Käse. Guten Appetit. So, einmal noch Abendspaziergang. Der Sonnenuntergang ist wieder schön, aber irgendwie zeigt die Kamera das nicht so. Doch, ich glaube jetzt. Einmal Sonnenuntergang. Da ist gerade ein Reh quer so über den Weg, also beziehungsweise da so hochgelaufen. Ich konnte es leider nicht filmen. Jetzt bin ich beim Lottekraut. Das ist die Stelle. Die Lottekrautstelle. Die Wiese ist mittlerweile auch ganz schön gewachsen. So viel Lottekraut. Erik mag das auch gerne, das Lottekraut, ein Strauß Lottekraut. So, dann schaue ich mal auf die Wiese, die ist wieder richtig schön grün gewachsen. Mal schauen, ob ich ein bisschen Löwenzahn finde. I'm going far beyond where the sun is set. Ich kann einmal die Schlafzimmertür zumachen, weil wir haben ja unseren Erik. Schatzi, bist du aus dem Schlafzimmer gekommen? Das ist aber schön. Das ist aber schön, dass du bei uns bist. Und heute sogar ein bisschen früher. Ganz von alleine, das ist toll. Ja, das ist toll. Hast du eine Sitzung? Okay, ich störe nicht weiter. Unser Bruni ist im Tunnel, die Tunnel. Der Bruni im Tunnel, die Tunnel. Ja, Bruni, bist du im Tunnel? Wollt ihr noch ein bisschen draußen hüpfen? I'm no longer scared. Glow brings me comfort. I'm filled with light. Tiptoe dance with me through the shadow play. Moon, I'm on my way.
Und Erik auf. Ja. Hörst du auf, Schatzi? So, Erik, machen wir ein Familienfoto. Was hältst du davon? Wir haben schon lange kein Familienfoto mehr gemacht. Haben wir schon lange kein Familienfoto mehr gemacht? Erik hat auch keine Lust, eins zu machen. Also dann bis morgen um 19 Uhr. Tschüss.